nicht eindeutigen Punkten bitte an die Kampfrichter wenden. Das regelt sich dann meistens schon von selbst. Ansonsten grüße ich recht herzlich die Sanitäter vom Arbeiter-Samariter-Bund, die sich dann um eure hoffentlich leichten. Mögen wir hier? Auf Matte 2. Wie jetzt auf Matte 7 im Pool N. Maurice Käufler gegen Kimio Ox. Es bereiten sich vor im Pool M Anton Kühlhoff gegen Kilian Frank. Der Herr, der auf Matte 2 filmt, kann das bitte vom Mattenrand tun. Und nicht auf der Matte. Danke sehr. Auf der Matte 6 im Pool L kämpfen jetzt Stanislav Kupay. Auf Matte 1 kämpfen jetzt Jesper Wellnitz gegen gegen Sebastian Kunze. Es bereiten sich vor Finn Rotemund gegen Tobias Dicker. Молодец, Филипп, молодец, давай! Der Operator auf Matte 2 und 3. Sie behindern die Wettkämpfe. Verlassen Sie bitte mit Ihrer Kamera die Matte. Gehen Sie bitte runter von der Matte. Dankeschön. Auf Matte 6 im Pool L bereiten sie vor, Marcel Schmidt ist hier, Marcel Wehlen. Es wird besser. Ehrlich, ja? Sebastian Kunze, zweite Runde. Auf der Matte 6 können sich bereits die Kämpfer bis 26,6 Kilogramm im Pool D angucken. Das sind Philipp Poppe, Tim Ehrlich, Rebecca Janssen-Peretz, Anna-Luisa Holm und Katrin Bocker. Die Kämpfer auf Matte 5 des Pools sind beendet. In Hochschule finden der weibliche Pool nicht. Jetzt kämpfen auf Matte 5 im Pool J. Lukas Günther gegen Erik Krosch. Es bereiten sich vor Thorben Rode gegen John Pierlöwe. Es kämpfen jetzt auf Matte 6 im Pool L. Mario Schmiedes gegen Marcel Behn. Das hat mich jetzt gewundert. Ist er jetzt wach? Aber es wundert mich eigentlich, dass er jetzt so ein Problem bekommen hat. Aus der Matte 4 kämpfen jetzt im Pool D Jonas Stuttgart gegen Tim Schenken. Es bereiten sich vor. Ebenfalls auf Matte 4 im Pool A Luis Petsch gegen Enrico de Castro. Darum habt ihr dementsprechend nur drei Kämpfe. Die Kämpfer bis 26,6 Kilogramm finden sich bitte auf Matte 6 ein. Außerdem die Kämpfer bis 26 Kilogramm. Und das sind Lilith, Erik, Nele, Chris, Pia Auge, Nina Blümel und Lena Lukas Günther. Es kämpfen jetzt auf Matte 2 und Pool 2 Daniel Mendrix gegen Philipp Dennison. Es bereiten sich vor Tim Stucki gegen Valerie Piankow. Aus der Matte 4 kämpfen jetzt im Pool V Lukas Heiner gegen Christoph Dier. Es bereiten sich vor ebenfalls im Pool V auf Matte 4 Andreas Bubitsch gegen Maximilian Preuß. Es kämpfen jetzt auf Matte 3 im Pool S Lasse Welter gegen Jonas Sagrunner. Es bereiten sich vor Janis Lübke gegen Nick Wolf. Es kämpfen jetzt auf
der Matte 6 im Pool D. Kim Ehrlich gegen Rebecca Jansen. Was hat er, warte mal? Ebenfalls im Pool D. Anna-Lisa Rollmann und Katrin Rockel. Der Pool C ist am Ende. Aber nur halten, festhalten. Dass sie nicht rauskommt da. Ja, weiter, du hast recht geschafft. Sehr schön, weiter so, weiter so. Ja. So, ist gleich wieder Schluss in den unteren Gewichtsklassen. Ab jetzt können auch die Gewichtsklassen ab 43 Kilo gewogen werden. Sebastian Kurze und Tobias Nickel aus 1. Mathe 7 in der Gruppe FW. Sani Mathe 4 bitte! Sani Sophie, bitte! Sophie Püschel gegen Nadine Völker. Es bereiten sich vor in der Gruppe EW. Sina Lübcke gegen Pia Ziel. Es kämpfen jetzt auf der Mathe 2 und Q. Drei Namen von Deniso. Es bereiten sich vor im Pool R. Alke Hamelin gegen Valerie Pjankow. Marina, ruhiger! Die weiblich, unsere Kämpfen, Chantal Albers, Anna Gosen, Nidia, Marie, Reinhard, Cassandra Imhoff. Den fünften Platz belegt dort Fabian Bergmann. Die Tischbesetzung der Mathe 6, bitte zum Tisch. Den vierten Platz belegt Lukas Schiebel. Also Mathe 7 kämpft jetzt in der Gruppe G weiblich. Chantal Arbeis gegen Marie Reimann. Es bereiten sich vor Anna Gosen gegen Cassandra Imhoff. Den dritten Platz hat sie Christian Schauwerker. Auf der Mathe 2 findet nach dem Kampf ein David Gretzky und Danny von Rom. Den Schuss dauert. Hat sich erkämpft Maximilian Franz. Philipp, weiter so. So, ja. Erkämpfte sich Oleg Gusev vom JC Villa Vital Bremen. Mathe 7 kämpft jetzt der Pool G, weiblich.